Servus Lebebold of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In den letzten Tagen und Wochen habe ich teilweise auch vermehrt Fragen erreicht hier zum Handwerkerkonsortium und an dieser Stelle dieses Video dient als Reminder, was ihr mit eurem Ruf anstellen könnt bei der Fraktion. Es lohnt sich auf jeden Fall immer die Weeklies hier in diesem Distrikt abzuschließen, denn mittlerweile ich weiß nicht, ob man ich glaube, ich habe ein paar Quests nicht gemacht. Man könnte, glaube ich, schon höher sein, aber ich habe jetzt Ruhmstufe 4 von 5 dort erreicht. Und nicht nur bekommt ihr da halt über diese Weeklies, äh, Alchemiewissen oder Kräuterkundewissen. Es hängt halt davon ab, welchen Beruf ihr habt. Letzten Endes sagen wir es so. Aber, was halt auch sehr, sehr interessant ist, ist dann dieser Händler hier. Rabul, der steht direkt daneben, äh, hier an der Position 36,59 in Waldracken. Und hier lohnt es sich halt wirklich, äh, Ruf zu investieren, denn mit jeder weiteren Stufe, ich glaube, das erste Mal bei Stufe 2, dann bei Stufe 4 und dann Stufe 5, könnt ihr für Eifer des Handwerkers diese Notizen hier kaufen. Die geben mir für Sammelberufe 15 äh, Wissen. Und für Herstellenberufe 10 Wissen. Also ich kriege jetzt ohne große Probleme 15 Kräuterkunde-Wissen und 10 Alchemie-Wissen. Und das könnt ihr halt, bis ihr Max-Ruf seid, mit jeder Rufstufe dann nochmal dort kaufen. Also das ist sehr, sehr angenehm und hilft euch natürlich beim Skillen eurer Berufe. Zum Beispiel habe ich jetzt endlich das Ding, dass ich auf meinem... Äh auf meinem drachen wegkräutern kann das hat mir nämlich noch gefehlt das wollte ich haben das ist sehr sehr angenehm und damit bin ich sehr happy und gleichzeitig äh, ja kommt man so halt doch noch mal ein gutes stück weiter ich gleichzeitig auch, ja, gibt es aber auch hier rezepte wie ihr hier seht die ihr je nach Ruhmstufe kaufen könnt für euren Beruf. Ich kann jetzt hier aufwiegelnde Trankerweiterung neu kaufen, dann dieses Weißräucherwerk neu kaufen. Und äh, reaktive Fiolenverzierung kann ich auch neu kaufen. Wunderbärchen. Und ihr seht, je weiter ihr da vorankommt, desto mehr lässt sich kaufen. Am Ende gibt es noch einen Wappenrock. Und hier sind wirklich für jeden Beruf Rezepte dabei. Dafür braucht ihr halt diesen Eifer des Handwerkers. Da gibt es aber ja natürlich auch eine Weekly quest für. Ähm, und gleichzeitig bekommt ihr das Zeugs natürlich dann auch mit. Wenn ihr das erste Mal Sachen craftet und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir hier äh, reaktive Fiolenverzierung und so weiter und so fort. Ist jetzt, äh, sag ich mal, nichts Weltbewegendes. Ich persönlich finde den Ruf hier tatsächlich am besten, um mir diese Spezialisierungspunkte zu gönnen, da ich ansonsten noch nicht allzu viel gefarmt habe, was das angeht. Ähm, aber ja nimmt man mit. Dementsprechend das als kleiner Reminder: vergesst a nicht eure Weekly Quests zu machen und b holt euch hier dann diese Items, die euch die ähm, das Wissen für euren Beruf geben. Ist auf jeden Fall ähm, wenn man die Weeklys immer macht, verdient man sich das irgendwann automatisch und leichter kommt ihr an so viele Punkte auf einen Schlag dann definitiv nicht ran. Damit Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Reingehauen.